Herzlich willkommen bei einer weiteren Folke. Schocki bei der Okinaitschaft, was ist denn so lustig, Till? Reißt du mal zusammen? Wir sind ja Profis, ich bin ein fröhlicher Mensch. Wir sprechen heute über. Erstmal, wie geht's? Alles gut? Bei mir ist alles klar. Bei dir? Ja, alles wunderbar. Ja, heute reden wir über Weihnachten. Schon mal gehört? Ja. Ja? Kommt jedes Jahr irgendwie. Hast du da irgendwelche besonderen Erinnerungen mit dem Thema? Ach, als Kind habe ich immer sehr viel Geschenke bekommen. Okay. Irgendwann liest das nach. Jetzt muss ich nur noch Geschenke kaufen, finde ich. Das heißt, dein Charakter trat immer weiter in Vorschein und dann gab es halt einfach weniger Geschenke. So kann es laufen. Ich habe ein paar schöne Fakten zu Weihnachten mitgebracht. Oh. Bin gespannt, ob dir davon einiges bekannt ist. Und weil ich nicht mehr der Jüngste bin, brauche ich meine Brille. Sogar mit Licht. Hammer. So, bist du bereit? Ja. Erster Fakt. Was meinst du, ist der größte Weihnachtsmarkt? Ist der größte? In Deutschland, ja. In welcher Stadt? Keine Ahnung. Ich würde jetzt klassisch sagen Nürnberg. Hervorragend, das ist falsch. Der größte Weihnachtsmarkt ist der Dortmunder Weihnachtsmarkt. Ah. Mit jährlich 3,7 Millionen Besuchern und etwa 300 Marktständen. Wenn der Christian jetzt hier wäre, dann würde er sich so dermaßen auf die Schulter kloppen. Weiß der Christian ist Dortmund-Fan. Und das fände er bestimmt super, super toll. So, also das Erste hast du schon mal nicht gewusst. Ja, das war noch einfach. Aber... Zweiter Punkt. Wie wäre es denn mal mit einem anderen Wurm als Ohrwurm als Last Christmas? Denn laut dem Weihnachtsliederregister des Steirischen Volksliedarchivs in Graz gibt es aktuell 8.355 verschiedene Weihnachtslieder. Welche kennst du? Zwei. Ja? O Tannenbaum? Und Stille Nacht. Und Stille Nacht. Lass uns mal ganz kurz überlegen, fällt euch noch was ein? O Tannenbaum, Stille Nacht und O du Fröhliche. O du Fröhliche, ja. Ja. Und Hyper Hyper. Last Christmas kennt man. Von Wham. Ja. Genau. So, letzter Fakt. Jeder zehnte Deutsche hat laut einer Umfrage keine Ahnung, warum Weihnachten überhaupt gefeiert wird. Jetzt sind wir nur zu zweit. Das heißt, die Chancen sind ganz gut. 7, du 8, zählst 8, das 9, aus. 10. Also, warum? Ich weiß es nicht. Das habe ich doch gerade vorgegeben. Ja. Jeder zehnte. Passt. Du zählst mich aus. Weißt du, warum Weihnachten gefeiert wird? Christi Geburt. Okay. War das eine Frage? Oder war Nein, das war meine Aussage. Das ist... quasi Geburtstag. Ist Jesus Christus denn ab Weihnachten geboren worden? Am 25. angeblich. Aha. Okay, lassen wir einfach mal so da stehen. Jetzt kommen wir zu etwas sehr Weihnachtlichem. Und das ist das, worauf ich mich immer freue. Neben den Geschenken. Mhm. Und zwar, Angst. Ne, keine Angst. Keine Angst. Du darfst die Klamotten heute anbehalten. Es geht um diesen Stollen. Um diesen? Ja. Und zwar ist das ein Bratapfelstollen. Alles klar. Von, lass uns mal schauen, vom Kuchenmeister. Also wenn der nichts ist. Wenn der nichts ist, hättest du dir einen Stollen gekauft von jemandem, der Kuchengeselle heißt? Oder Kuchenlehrling, Kuchenazubi oder Aushilfe? Kuchenfuscher. Kuchenfuscher oder Kehrdienst? Ich glaube nicht. Kuchenmeister ist schon mal gut gewählt, der Name. Dann bringen wir das mal hierher. Dir ist schon klar, dass ich wieder die ganze Arbeit mache, ne? Ja. Oh, das ist ja auch typisch. So. Das ist so mit der Hierarchie, weißt du? Die Leute, die mehr Geld kriegen, müssen weniger tun. Gut. Darüber reden wir später nochmal mit dem Regisseur. So, soll ich dir eine Scheibe abschneiden oder magst du direkt hier in der Hälfte? Nein, ich möchte nur eine Scheibe. Gut, kriegst du. War ja klar. Wunderbar, dann würde ich sagen. Aber pass auf, dass du nicht kleckerst. Nee, du kannst den Teller nehmen. Ich nehme hier die Fakten. Oh, cool. So, cheers. Cheers. Und einmal rein. Hat ja wunderbar funktioniert. Hallo. Nicht aufatmen, sonst passiert das ja. Mit vollem Mund spürt man übrigens nicht. Danke für den Hinweis. Mhm. So, was hältst du von dem Rotz? Ich meine, von dem leckeren Stollen? Naja, der schmeckt so, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und naja, wahrscheinlich so. Oh, im Abgang ist er ein bisschen. Oh, nee. Im Abgang? Ja. Geht der einer ab? Ja, mir geht voll einer ab bei dem Kuchen. Wann ist denn der hergestellt worden? Verfallsdatum? Echt? Also ich finde den gar nicht so schlecht dafür, dass es ein fertiger Christstollen ist. Also ein Stollen. Vielleicht bin ich verwöhnt. Kannst du sowas denn selbst backen? Ich? Natürlich nicht. Kann Spuren von weiteren Schalenfrüchten, Ei und Milchprodukten enthalten. Was sind für weitere? Was ist denn da schon drin? Edelmarzipanfüllung. Marzipan stellt man woraus her? Mandeln.
Hervorragend. Der Mann weiß alles, alles. Ich kann ihn fragen, was ich will. Ich kriege immer eine Antwort. Manchmal sogar eine richtige. So, das war's. Wir futtern hier noch. Gleich gibt es noch einen schönen Glühwein dazu. Und dann geben wir uns so richtig die Kante. Ich habe noch ein paar sexy Elfen eingeladen. Hey, hey, hey. Heißt ja nicht umsonst Nightshift. Das soll es gewesen sein aus unserem Studio heute. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Schukibanuki Nightshift. Bis dann. Ciao. Super. Hättest nicht kleiner schneiden können. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.